Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Green Skies. Hallo! Ja, wir sind wieder soweit. Wir sind wieder dabei. Wir wollen wieder... Ne, das wollen wir nicht. Wir wollen hier reingucken. Ich möchte gerne kurz meine Ingots hier reinwerfen. So, um zu schauen, wie wir weitermachen. Das Ganze hier können wir mal rausnehmen und hier rüberwerfen in meine Blocks, Ingots und Kukagi-Kiste. So, oh ja, da geht doch was. Guckt es euch an. Hier ist richtig. Hier geht was. Da ist doch was drin. Musik drin ist da. Was brauchen wir jetzt? Wir brauchen jetzt für unseren Curry noch ein bisschen Zeug und wir wollten Composite Binder bauen. Hoppala, komm mal her. Also, was wollen wir tun? Wir wollen jetzt hier im Grunde genommen zwei Dinge machen: einmal den ganzen Quatsch hier elektrifizieren und dann hier weiter Spaß haben. Okay. Punkt 1. Wir fangen mit der Elektrifizierung an. Wir brauchen die Energy Conduits. Wir fangen mit dem einfachsten an. Wir haben ja nicht so viel. Wir können nicht so viel. So, wir brauchen Conductive Binder. Wir brauchen Binder Composite. Gravel, Sand, Clay. Gut. Sand hätten wir hier. Gravel. Da. Oh, ist auch genug von da. Sehr gut. Und dann bauen wir uns ein bisschen Composite Binder. Den brauchen wir, glaube ich, für alle Dinger gleich. Ja, Conduit Binder. Das tut sich nichts, das ist gut. Heißt, wir bauen uns das Zeug hier. Was geht uns aus? Uns geht der Gravel aus. Macht ja nichts. Das können wir jetzt einfach durchbraten. Da wollte ich gerade mal gucken, ob ich mir nicht einen Magma Crucible bauen kann. Hier, Thermal Expansion. Das ist die Mod. Die muss ich mir gerade mal angucken. Add Thermal. Da gibt es nämlich so ein paar schöne Igneous Extruder. Wir haben einen Igneous Extruder. Ei, Aberrill Extruder. At Thermal. So. Da haben wir eben eine ganze Menge Maschinen. Redstone Furnace, den suche ich die ganze Zeit. Den will ich mir bauen. Ein Pulverizer. Eine Sawmill, die brauchen wir alle noch. Induction Smelter brauchen wir alles hier noch. Werden wir alles brauchen und alles bauen. Okay. Redstone Furnace, was bräuchten wir dafür? Eine ganze Menge Zeug. Damit wir nicht die ganze Zeit unsere Kohle verbraten müssen, steht auch auf dem Plan. Ich glaube, ich mache mir jetzt echt mal einen Plan hier hin. Ist doch viel besser. So, wir nehmen uns hier mal ein Sign mit. Und dann hängen wir uns hier hin. Andrenas. Na? Richtig schreiben. To do. Dann, und darunter kommt ein Schild. Redstone Furnace. Und Energetisierung. Dankeschön, Redstone Furnace, Energetisierung. Und wir wollen unseren Bilderblock aufbauen. Bilderblock. Und dann noch die. Na, Boulderblock heißt das Ding nicht, das heißt Bilderblock. Aber. Hallo, Rechtschreibung, Bilderblock. Und dann wollen wir noch die Bienen langsam aber sicher mal eins laufen kriegen. Okay. Das haben wir. Jetzt müssen wir unseren Conduit Binder mal hier reinwerfen. Jetzt fehlt mir wahrscheinlich die Kohle. Ich habe Kohle dabei, ja, Gott sei Dank. So. Wir nehmen einfach mal die Hälfte, legen die da rein. Ja, machen wir so. So. Eins, zwei. Hier auch. 16. Eins, zwei. 16. Eins, zwei. Gut. Gehen wir hier rüber. Hier haben wir nämlich auch nochmal einen Haufen hängen. Gott sei Dank. 16, 9, 2. Noch ist das hier alles manuell. Das wird alles noch. Wird alles noch automatisiert. Aber jetzt gerade ist es das noch nicht. So. Jetzt müssen wir da eigentlich nochmal ein paar mehr reinwerfen. 12, machen wir nochmal zwei dazu. 12. Hier auch nochmal 12 rein. Okay. Ewig so teilen wir das jetzt auf. Ich hätte gleich einfach an 32 reinwerfen sollen, das wäre schlauer gewesen. Aber wer sagte, dass wir schlau sind? Oh nein, falsch, der muss laufen. Bist du wahnsinnig. 1, 2. Rein da. Und hier auch nochmal. Wupp. 1, 2. Ja. Der brät jetzt da lustig. Ich sammle schon mal den Teil ein, der fertig ist. 6, 8, 10. Da geht doch schon was hier. 12, 14,
Und nochmal 14. Okay, damit können wir schon mal, glaube ich, eine ganze Menge bauen. Da geht doch schon mal was. Okay, wir haben unter den Ingots hier unser Conductive Iron. Und dann bauen wir uns mal die Energy Conduits. Energy Conduits, wo sind sie denn? Ja, wo sind sie denn, die Energy Conduits? Da. Komm mal her. Bauen wir direkt alle. 32, okay. Wir haben hier unsere Stromkiste, da werfen wir einfach mal das Conductive Iron rein, weil das brauchen wir jetzt. Jetzt habe ich hier Solarpanel, Stufe 1. Kann ich die zufällig auf Stufe 2 schon upgraden? Die werfen wir da mal auch mal rein. Für die Solarpanel Stufe 2, was brauche ich denn da? Solarpanel Stufe 2. Brauche ich nur die Solarpanel Stufe 1 und einen Pisten. Der Pisten ist schnell gebaut. Voraussichtlich habe ich noch Redstone. Hier brauche ich die Mirrors. Ah, ich brauche dafür ziemlich viel Redstone, sehe ich das richtig? Ja. Wie viel bringt der hier? Der bringt Capacity Charge. Okay. Capacity Transfer 8, Generation 1. Charge 2006. Ah, der ist schon ein Stück weit geladen. Capacity Transfer, da. Ja, gut. Ich habe hier oben ja in Stufe 5, glaube ich, hängen, den mir unser Kollege Outlaw gegeben hat. Der hängt hier oben, glaube ich, in Stufe 5er. 5 tatsächlich. Der schickt Stufe 5er. Das gibt's ja nicht. Es ist gerade Tag und wieso regnet das jetzt? Regen ist doch doof. Regen ist doch doof. Regen mag ich nicht. Regen nervt. Gut, jetzt müsste ich eigentlich mir mit meinen Dingern da Spaß haben. Ich möchte aber eigentlich erst den Bildersblock ans Laufen kriegen. Also, das heißt, für den Bildersblock brauchen wir jetzt diese Shape Card. Shape Card. Wir wollten gerne die einfachste machen, die Query. Das heißt, wir brauchen hier eine Shape Card Blank. Dafür brauchen wir Papier, Bricks, Redstone und Eisen. Papier. Dafür müssten wir hier in die Foodkiste. Wir brauchen Sugarcanes. Wir haben zu wenig Sugarcanes. Das heißt, Sugarcanes farmen oder anbauen. Und schön. Wie viel Essen habe ich noch dabei? 3. Sollte eigentlich reichen. Komm mal her. So. Heißt, ich muss mir Sugarcanes anbauen. Gehen wir nochmal hier runter. Schnell. Bauen uns ein paar Sugarcanes an. Ganz ruhig. Und dann gucken wir, ob wir vielleicht in der Nähe Sugarcanes finden. Oh, wer hat hier die Tür aufgelassen? Das war ich wahrscheinlich wieder. Ich bin ein Volldepp. So. Bauen wir uns hier mal ein paar Sugarcanes an. Und hoffen mal, dass wir schnell welche finden. Das können wir ganz einfach machen. Wir stellen uns unser Boot und fahren damit eine Runde. Dass wir ein bisschen was finden. So, Boot ist da. Let's Boot. Ich muss ehrlich sagen, ich bin beim Boot eher in der Position unterwegs. Okay. Versuchen wir mal ein paar Sugarcanes zu finden. Ich vermute, dass meine Kollegen die hier alle abgefarmt haben. Allesamt. Die Schweine. Mit keinen übrig gelassen. Doch, da sind aber welche. Haha. Gut, Thema durch. Wir haben Sugarcanes gefunden. Einmal aussteigen, danke. Jetzt brauche ich mal wieder die andere Ansicht. Hallo. Eigentlich wäre es ja netter, die hier stehen zu lassen. Ne? Ja, das ist netter. Komm, wir stellen die vier wieder hin. Jetzt haben wir schon mal immerhin 8 Sugarcanes. Gut. Einmal rein wieder und weiterfahren. Und wir suchen Sugarcanes. Wir suchen Sugarcanes. Das sind keine Sugarcanes. Moment, wieder andere Ansicht. So. Ein bisschen auf Sugarcane-Suche. Ich bin ja hier schon mal angefahren. Wieso habe ich da nicht gleich mitgefarmt? Wäre schlauer gewesen. Ich sehe hier überall keine. Oh, es hört auf zu regnen. Gott sei Dank. Meine Güte, Snarf, was baust du hier? Das sieht doch grottelig aus. Wir gucken mal kurz auf die Karte, wie weit wir hier schon erkundet haben. Ich bin schon einmal hier komplett rumgefahren und habe dabei nicht darauf geachtet, ob da Sugarcanes sind oder nicht. War nicht so schlau. Da sind welche. Hallo. Nehmen wir doch mit. Oh ja, da ist eine ganze Menge. Sehr gut. Hüpf. 5. 5. Dankeschön. So, wir lassen die untersten stehen. Nehmen die hier mit. Oh, jetzt haben wir sie abgebaut. Entschuldigung. Okay, weiter geht's. Ein bisschen weiter Sugarcane suchen. Einen hätte ich noch gerne, dann wäre ich, glaube ich, zufrieden. Dann kann ich nämlich einen Teil rausbauen.
und glücklich sein. Gucken wir hier nochmal lang. Ich fahre mal eben einmal um die Insel rum. Und dann schauen wir, dass wir da was finden. Okay. Dann sollten wir doch zu schaffen können, dass wir unser Dings hier aufbauen. Eine Sugarcane noch bitte. Danke. Da sind doch welche. Es sind zwar nur noch mal zwei dazu. Das macht aber nichts. Komm, einen platzen wir wieder hin. Wir wollen lieb sein zu unseren Kollegen. Darf ich unser Boot? Dankeschön. Okay, dann fahren wir zurück. Oh, nein. Falsch. So, let's go. Da ist unser Zuhause. Da wollen wir hin. Ich fahre mit meinem Bötchen. Ich fahre mit meinem Bötchen. Ein Jetski wäre jetzt geil. Ein Jetski wäre jetzt saugeil. Schön so mit dem Jetski hier rumballern. Das wäre echt mal stylisch. Gibt's ein Jetski in Minecraft? Wisst ihr das? Gibt's eine Jetski-Mod? Das ist ja mal saugeil. Also ich würde es feiern. Würde ich mit dem Jetski rumballern? Doch, würde ich machen. Also hätte ich kein Problem mit. Tja. Ist vielleicht ein bisschen zu futuristisch. Wieso ist da ein Schaf im Wasser? Schaf, was tust du da? So, wir fahren wieder in unsere Bucht hinein, die ich vielleicht noch ein bisschen. Der Kanal ist da ein bisschen zu gerade, würde ich sagen. Der ist nicht natürlich genug. So, raus hier. Und weitermachen. Hüpf. Und. Klappe zu. Dankeschön. Hallo, liebe Tierchen. Wie geht's euch so? Geht's euch gut? Schön. So, wir gehen wieder hier rein. Und guck mal, was hier so los ist. Also, wir brauchten jetzt ein bisschen Papier. Damit wir weitermachen. Hier ist wahrscheinlich wieder leer, oder? Na, es ist noch was drin. Es ist noch Aluminium drin. Gut. Hier rein und glücklich sein. Ja, da ist wieder einiges an Aluminium rausgekommen. Also, wir brauchen Papier. Das ist ja schnell gemacht. So. Dann wollten wir uns das hier bauen. Redstone, Bricks und Paper und Eisen. Eisen, nehmen wir uns einen Block raus. Dann können wir uns hier die Shape Card bauen. Einmal. Was brauchen wir dann? Wir brauchen Redstone, Diamant Pick Axt. Bisschen Holz, ein bisschen Sticks bräuchten wir. So. Sticks und dann haben wir das hier, dann immer die Diamant-Pickaxe, für die ich unsere ganzen Diamanten aufbrauchen muss. So. Yep. Oh, also einmal Diamant-Pickaxe. Komm mal her. Nein, einmal Diamant-Pickaxe und dann brauchen wir noch Diamant-Schaufel. Da brauchen wir nur einen Diamanten für. Das ist ja viel besser. So. Und dann können wir uns hier die Shape Card Query bauen, sofern er denn hier will. So. So. Und Shape Card Query. Sehr gut. Haben wir das? Dann würde ich jetzt sagen, ich schnapp mir mal ein Stromkabel. Ich habe hier das Ender Query. Ender Energy Conduit habe ich noch vom Benny genommen. Wir holen uns den Solar Panel, das wir auch von Benny haben. Haha. Und wir gehen hin und bauen uns noch eine Chest. Gibt es hier Chest? Es gibt doch hier mit Sicherheit Treasure Chest. Nein. Oak Framed Chest. Nee. Was ich wichtig, hier, diese hier brauche ich. Gold Chest hier, die Iron Chest, die setze ich mir da drauf. Die ist nämlich, die ist gut. Iron Chest. Wir fehlen jetzt nur die Chest. Das ist ja schnell getan. Chest zu bauen ist jetzt nicht der Rede wert. So. Einmal Chest bauen. So, und dann bauen wir uns die Iron Chest. Haben wir die. Jetzt schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Kriegen wir das noch hin, diese Folge hier das Ding zu bauen? Das wäre mal geil. Ah, ich wollte noch gucken, ob ich da noch was reinlegen kann, während ich hier gerade so rumarbeite. Kann nicht schaden. Schnell was essen. Hier die Essenskiste füllen. Sugarcane kann ich. Pflanze ich mal die Hälfte von an. Raus und go. Jetzt habe ich wieder vergessen. Ich vergesse, die Dinger mitzunehmen. Das darf ja nicht wahr sein. So, das sieht gut aus. Erze. Wir haben nämlich noch Tin.
hin wollen wir auch schmelzen. Uranium, Gold, Nickel. Okay. Dann mal hier hoch. Hallo. Wir nehmen dann mal das Tin-Ohr da rein. Da ist nämlich gerade nichts drin. Passt. Wir müssen wieder Zeug nachfüllen. Ah, jetzt kann ich rausgehen. Jetzt kann ich rausgehen. Guten Tag. Einmal Sugarcane anpflanzen und dann rübergehen in die Mining-Welt und da den Bilderblock hinstellen. Dazu gesagt, das erste Mal tatsächlich, dass ich hier in Minecraft einen Bilderblock setze. Also ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Ihr wisst wahrscheinlich alle, wie es geht. Nur ich bin immer wieder der Noob hier. Nicht, dass ich hier tonnenweise Minecraft Mods spiele, nur ich spiele halt immer die alten, weil ich Agrarian Skies 1 gespielt habe. Das ist das alte, das ich hier spiele. So, wir können schön mit, und durch unseren Kanal, der Kanal ist echt das Beste, was ich hier gebaut habe, können wir hier hin. Wir gehen hier hin. Upp, hier ist ein großes Solarpanel. So, was wir brauchen. Ich müsste einmal zur Mining-Welt. Dankeschön. Ich möchte in die Mining der Menschen. Dial, okay. Das heißt, ich kann mich dann hier reinstellen und bin dran. Und hier haben wir auch schon unser Gebiet abgesteckt. Hier, hallo. Okay, und dann probieren wir das doch jetzt mal aus. Wir gehen hin, wir nehmen unseren Bildersblock, setzen ihn dahin. Achievement get Bob the Builder. Aha. Darauf setzen wir GZ Bob, danke. Okay, darauf setzen wir die Iron Chest. So. Mode Space Card Copy. Gut, dann setzen wir hier das Ding rein. Copy from Space Chamber to here. Chest on top or below with materials. Okay. Set the horizon. Builder at Northwest Corner. Was? Why stop? Support Preview. Was? Okay, jetzt brauchen wir erstmal Strom. Builder at Southeast Corner. In die Richtung schaue ich. Southeast Corner. Nee. Northwest Corner. Northwest Corner ist hier. Current Level Builders at Y Stop. Okay. Wie kann ich jetzt sagen, welche, wie groß er setzen soll? Copy. Ich habe doch keine Ahnung. Ich habe doch keine Ahnung, wie das hier funktioniert. So, wir nehmen jetzt mal das Solarpanel. Setzen es dahin. Das produziert. Und dann nehmen wir uns hier. Wo ist unser Energy Conduit? Da. Hier kommt jetzt Strom an. Und wie funktioniert das jetzt? Entities are not moved. Do a single run and stop. Okay. Okay, jetzt gucken wir nochmal, wie das hier funktioniert. Also, sneak right click on builder to start mark mode. Sneak right click on builder to start. To start mark mode, then right click to mark two corners of wanted area. Aha. Also, sneak, right click. Now select first corner. Das wäre quasi hier. Machen wir mal so. First corner, second corner. Ich bin hier 1, 2, 3, also diagonal so. 1, 2, 3. New settings coming to space card. Okay. Installed module. Und dann do a single run. Keep running with redstone signal. Okay, wie kriege ich das Ding jetzt ans Laufen? Copy. Final cost depends on infusion level. Okay. Wie kriege ich das Ding jetzt ans Laufen? Er hat ja gerade ein bisschen RF drin. So.
Template created in Open Manual. Ah, hallo. Das ist doch gut. Builder. The Builder is one of the most versatile machines you can do. Move a structure from one spot. Rebuild, pump liquids. Okay, kann eine ganze Menge tun. A chest or tank on top below needed to supply or collect. Ja. Silent Mode. Mute sounds when moving blocks. Support Mode. Create preview support blocks. Loop Mode. In this mode, the Builder will keep running as long as a redstone signal and keep on moving blah blah blah. The Builder will support a standard RF2 filter. If that filter is inserted... Okay, also er braucht noch ein Redstone-Signal, sehe ich das richtig? Jetzt gucke ich gerade mal hier rüber, wie funktioniert er hier? Ah, da ist aber ein Lever dran. Brauche ich einen Lever dafür? Als Redstone-Signal reicht es? Schauen wir doch mal. Gehen wir mal kurz zurück. Ich kann mich ja hier mit T slash spawn zurücksetzen lassen. Ich will jetzt noch eben das Ding ans Laufen kriegen. Komm mal her. Teleported to spawn. Oh Gott, es ist Nacht. Nicht gut. Habe ich zufällig... Habe ich nicht dabei, ne? Shit. Okay, schnell weg hier, bevor die Monster kommen. Okay. Jung. Fahren wir fix nach Hause und holen uns einen Lever in der Hoffnung, dass das das Redstone-Signal gibt, das wir brauchen. Und dann schauen wir, ob wir es ans Laufen kriegen hier. So, hüpf. Und hoch. Und go. Klappe zu. Jetzt wollte ich auch noch die Sugarcanes hier pflanzen, aber das kriegen wir auch noch hin. Allora. Und dann haben wir gleich unseren Part-Builder hoffentlich am Laufen. Das wäre ja mal geil. Den Bildersblock. Bilderblock heißt der ja. Unten hin, ein Block ist noch drin. So. Hallo. Wie sieht's hier aus da drin? Ja, viel, viel Zeug. Ja, Buddy. Ich wollte mir bauen einen... Hier ist ja noch Holz drin. Aha. Sticks, die kann ich mir kurz klauen. Dann kann ich mir nämlich einen Lever bauen. So. Lever. Schauen wir, ob das funktioniert. So. Schlafen gehen eben zwischendurch. Eben kurz ins Schlafzimmer gehen. Unser wunderschönes Schlafzimmer. Schlafen gehen. Lalalala. 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 So. Hoppala. Was ich jetzt gerade mal gucken könnte, ist... No target set. Okay. Ich kann mich da nicht hin teleportieren zu dem Ding. Sollte ich vielleicht nochmal einstellen, dass ich mich da hin teleportieren kann? Na. Gut, jetzt fahren wir noch einmal mit dem Bootchen, dass wir das haben. Und dann sind wir gleich soweit mit der Folge. Die wird schon wieder viel zu lang. Hier durch. Ich muss da dringend mal eine Pressure Plate hinsetzen an das Ding. So, F5. Wir schippern ein wenig über unseren See hier. Ah, der Bauplatz hier ist echt schön, muss ich sagen. Wir können hier schön, wir sind schön nah am Spawn, wir können hier rüber schippern. Hüpf. Wir können hier raus. Und können hier glücklich sein. So. Ankunft in von Mining Welt. Okay. Ne, Quatsch. F5 wollte ich haben. Spawn. Name Spawn. Kann ich das hier. Receiver. Jetzt habe ich hier den Spawn. Okay. Und schon sind wir da. Hallo. Nein, falsch. Hier ist. The Earth Countess, hier ist Andrena und mir sind meiner. Also, jetzt setzen wir da mal den Lever dran. Keep running with Redstone Signal. Wie kriegt das Ding jetzt ans Laufen? Muss man jetzt nachfragen. Wie kriege ich den Bildersblock ans Laufen? Das will ich jetzt wissen. Das will ich jetzt schon gern wissen. Wie das hier funktioniert.
Ah! Oh! Oh, oh! Okay, Schiff rechts im Bilder. Ich habe ja gesagt, wo er bauen soll. Ah, jetzt arbeitet er, okay. So, jetzt arbeitet er nämlich, der Kollege hier. Sehr schön. Warum er jetzt allerdings die Blöcke hier nicht mitnimmt, das verstehe ich nicht so ganz. Ich habe ihm ja, glaube ich... Ja, das sieht doch ganz gut aus. Wir haben jetzt hier schon mal ein bisschen Dirt drin. Jetzt fehlt ihm nur immer... Ja, jetzt fehlt ihm natürlich das RF, dass er hier arbeiten kann, ne? Aha, so. Da macht er dann pro Block, haut er dann da ordentliche RF raus. Er braucht nur zu viel Strom. Gut, passt. Note Mormon Query, Y-Level 62, Chunk 0 of 2. So, also, er kann jetzt hier arbeiten. Er sammelt mir hier auf jeden Fall jetzt momentan auch den Dirt ein. Jetzt würde ich mal gucken, wie weit ist er jetzt schon gekommen? So, ist er hier jetzt schon? Er ist jetzt auf Level 62. Also, er ist noch auf... Er ist hier, ist er noch. Okay, okay, okay. Auf dem Level arbeitet er hier gerade. Okay, okay, okay. Dann lassen wir ihn jetzt einfach mal arbeiten. Wir haben hier einen Chunkloader drauf von Benny. Den bräuchte ich auch mal. This Chunkloader does not belong to you. Ja, ich weiß. So, aber jetzt kann hier erstmal die Geschichte arbeiten. Ja, die Geschichte kann arbeiten. Wir lassen den jetzt einfach mal laufen. Ich überlege mir, ob ich nächste Folge einen Chunkloader baue. Und dann schauen wir weiter. Also, wir haben jetzt hier erfolgreich unseren Bildersblock hingesetzt. Er läuft. Jetzt müssen wir nur noch warten, dass er auch weiterarbeitet. Und dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Let's play Minecraft. Agrarians are falsch. Minecraft Feed the Beast Beyond War. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.